Zuweilen, liebe Schwestern und Brüder, mag sich der Verdacht aufdrängen, dass die Art und Weise, wie minimalistisch wir unsere Riten feiern, dass sie entweder Ausdruck unserer minimalistischen Überzeugungen sind oder die Ausgangsposition für das, was dann hinterher an minimalistischen Überzeugungen folgt. Wenn man etwa unsere Taufriten ansieht, die dermaßen im Vergleich zur alten Kirche geradezu heruntergekommen sind, wie rasch das geht mit ein paar Tropfen Wasser, wie wenig Vorbereitung, wie wenig Überzeugung oft dahinter steht, auch wenn wir niemandem ins Herz schauen können. Hier, in dem, wie Jesus betet und was er betet, in seinem hohepriesterlichen Gebet, wir können es nur verstehen, wenn wir davon ausgehen, dass wir ganz eingetaucht werden müssen. Darum betet Jesus. Wenn wir von der Einheit reden, dann geht es nicht um irgendeine Einheit, die irgendwelche Fachleute erzielen oder Kommissionen herstellen. Es geht um die Einheit, die Christus mit Gott hat. Ganz aus Gott zu kommen, ganz in Gott zu sein. Dieses Gebet ist ein einziger Ausfluss der Einheit Gottes. Und dabei bleibt es nicht. Es geht darum, ganz hineingehalten zu werden in die Wirklichkeit Christi. Das feiern wir eigentlich in der Taufe, in der christlichen Initiation, in den Sakramenten, die uns ganz hineinziehen in die Wirklichkeit Gottes, in Taufe, Eucharistie und Firmung. Und doch erscheinen wir so schwach, weil wir uns, und der Taufritus, der alte zumindest, hat das deutlich gemacht, dass es im Menschen Kräfte gibt, die sich wehren dagegen, die sich dagegen stemmen, in diese Wahrheit hineingetaucht zu sein. Wir bauen andere Wahrheiten auf. Und das Ergebnis der anderen Wahrheiten ist die Spaltung, ist die Zersplitterung, ist das kraftlose Zeugnis. Ich weiß, dass es nicht der Weg sein kann, einfach die Riten intensiver zu feiern und dann kommt das andere von selber. Aber mit welcher Überzeugungskraft und welcher inneren Überzeugung, welcher inneren Anteilnahme wir feiern, wir Sakramente verstehen und feiern, das ist zumindest ein Ausdruck oder für einige andere kann es ein Beginn sein zu einer stärkeren, größeren Überzeugung. Ob auf die eine oder andere Weise, wir kommen nicht daran vorbei, dass wir ganz hineingetaucht werden in die Wahrheit Christi, weil wir sonst uns nicht wahrhaft Christen nennen dürfen. Ganz hineingehalten zu sein in die Verherrlichung, die Christus bei Gott hat, in die Heiligung, die Christus uns erwirkt hat, in die Wirklichkeit Christi, in die Wahrheit und Wirklichkeit des einzigen lebendigen Gottes, dem wir in Christus begegnen. Daran führt nie und unter keinen Umständen irgendein Weg vorbei.